So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Super Paper Mario Part. Ja, jetzt erst einmal bin ich im Wasser und ja, im letzten Part haben wir ja viel mit Luigi gemacht und eigentlich war dies ein Part mit einem lieben guten Freund, nämlich Master Quest Master, aber leider ist dann eine Aufnahmespur, also die Tonspur, vorhanden gekommen und naja, deswegen muss ich es leider nachvertonen. Es ist natürlich verdammt, aber hey, what the fuck? Der ist ja immer wieder da. Das ist. Ja, das ist. Naja, aber Bootfahrt ist mir zu teuer. Von daher, was will man machen, ne? So. Ja, so viele Hände und im Wasser, das kommt mir irgendwie komisch vor. Aber irgendwo hier unten müssten wir doch irgendwo noch irgendwo Luigi finden. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Dann gehen wir mal in 3D-Ansicht. Oh! Stimmt! What the fuck, wie geil, Leute! Oh, schnell noch wieder normal. Ja, und Schlüssel einsetzen und mal sehen, was es jetzt uns hinter der Tür erwartet. Ja, Luigi soll ja irgendwo im Fluss gefallen sein. Angeblich, aber eigentlich stimmt das eigentlich auch nicht, was sie richtig formuliert haben, weil wenn er im Fluss gefallen wäre, hätten wir ihn jetzt schon gefunden. Irgendwie finde ich das komisch. So, was haben wir jetzt hier? Das sieht mir ein bisschen aus wie aus Super Mario 64. Die ganzen Unterwasserwelten, also das ist ja wirklich, boah, da muss man ja auch so schieben und Puzzle und Bubble und was weiß ich nicht. Und was haben wir hier? Einen Schalter. Oh, okay. Betätigt. Und das Wasser fließt ab und wir haben kein Wasser mehr. What the fuck? Das ist natürlich blöd. Aber ja. So, deswegen erstmal will ich mich deswegen entschuldigen. Aber ja. So kriegt man es auch wieder hin und ich habe den Schiff wieder versprochen, das mit ihm wieder zusammen zu machen. Heißt, ja. Genau. Mario, warum kommst du noch mal dran? Das war jetzt dämlich. Jetzt habe ich Aaron, voll zu, voll zu. Das ist natürlich blöd, das ist nämlich nicht richtig. Ach nee, so schwimm, 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 schwimm nach oben. So, la 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 la. So, da haben wir ja natürlich Paper Mario. Okay, so gehen wir mal nach hier unten. La 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 la. So, das hätten wir. Okay. Okay, wo geht's jetzt hin? Oh. Die blöden Skeletten, das haben wir. Da denke ich schon, wie immer an, soll da unten irgendwo ein Skelett sein, dass es so rauskommt und dann so. Ich weiß auch nicht. Das ist so wirklich. Da fühlt man sich ja ein bisschen wie in Kaiser Mario World. Mensch, Leute, das ist ja ein bisschen komisch. Naja, was will man machen, ne? Ist halt so. Was halt so ist, kann man nicht ändern. Ein kluges Sprichwort von Mr. Toby 888. Nein, das hat wirklich. Egal. Ich will es nicht stehlen von jemand anderem. Daher, na komm. Geht nicht hoch. Was mach ich denn jetzt? Verdammt. Wasser holen. Ja, Wasser hochlassen wäre eine Idee. Warte mal. Lass mal Wasser hoch. Quit your engine, du bist mein Lala aus der Sebenstraße, ist so fein, Lala. So. Okay. So, schieb mal den Block hier raus. Mensch, Mario, unter Wasser sehr stark. Aber was mich wundert, er hat unbegrenzt Lebenssauerstoff. Warum nur in diesem Spiel? Warum nicht in Super Mario 64 zum Beispiel? Schreib es unten in die Kommis, würde mich sehr freuen und wie gesagt, es tut mir wirklich schon mal leid. Das ist halt mal gewesen, das soll nicht, es ist äußerst selten Fall, also das haben wir mal, vielleicht einmal im Jahr passiert sowas, das ist mir diesmal besiegt, ich wäre beinahe ausgerastet, aber, also ausgerastet in dem Sinne, naja, ihr wisst schon. So, geht in der Leiter nochmal hoch, wo ist jetzt, wo man mit der Leiter geholt? Das war ja nicht Quatsch, oder? Warte mal, gucken mal hoch. Mal nach rechts. Los, los, los. Mein HD. Ja, ja, gut, da war eigentlich auch nicht sehr viel. Ah, doch. Ja, ja, okay, 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 okay. Okay, 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 wir haben eine Röhre. Die Röhre-Tür. Ja, ah, haben wir natürlich erstmal eine Röhre gemacht. So, was ist jetzt unten in der Röhre drinne? Ja, was ist da eigentlich drinne? Was ist da eigentlich drinne? Das ist eine gute Frage. Lalalalala. Kohle, Kohle, wir kriegen viel Kohle. Lalalalala. Baby. Du, 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 du. So.
Oh, ein unendlich Block. Nein, doch nicht. So, na, nein, nein. Oh, 3D an Münzen, verdammt. Nee, machen wir lieber einen 2D. 2D. Vor allem, die gehen auch irgendwann weg, ne? Oder war das nicht? Nee, es war woanders. Glaube ich. Hm, ja, nee, es war woanders. So, Leute. Ja, und jetzt gehen wir natürlich durch die Tür hier, mal gucken, durch die Röhre wieder, mal gucken, was uns erwartet. So, da oben und durch die Tür. Oho. Wie ein weiterer Lass, wie ein weiteres, oh, cooles, geiles Tor. So, was ist das jetzt hier? What the? Okay, Lava, Honig. Wir sind in Paradies, hier fließt Honig. Honig und alles, was das Herz begehrt. Arrgh, okay. Oh, Backe, wie bin ich nur in diesen stinkenden Ecke gelandet? Die Lakaien des Grafen schnappten mich, daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe Angst und gebe an. Okay, okay, okay. Das könnte ich natürlich jetzt nicht lesen. Das war natürlich blöd. Okay, Mario. Oh. Ah, Mario, aber Bruder. Oh je, yeah, ich hab dich vermisst. Oh, komm kuscheln. Okay, weiter. Nee. Ja, okay, kuscheln. Hm, okay. Wie ich hierher bin? Ich weiß es nicht wirklich. Wo bin ich überhaupt? Hä? Und wo? Unten drunten? Das Land der beendeten Spiele? Bruder, was willst du mir damit sagen? Was hat das alles zu bedeuten? Okay, verstehe. Mein Spiel ist okay, 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 okay. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Das ist natürlich wieder. Na, Mensch. Luigi hat sich in deine Gruppe angeschlossen. Spielst du mit Luigi, dann halte nach unten gedrückt, lässt du dann losgehen. Okay. Ja, okay. Das war natürlich jetzt ein bisschen schnell. Es ist gut, okay. Mann, toll. Das klingt nach einer Aufgabe für Luigi. Luigi! Meister L. Ex-Meister L. Wir können ihn jetzt spielen, den Ex-Meister L. Und. Okay. Wie geil, Luigi mit dem Supersprung. Und. Na, das war natürlich wieder fehl. Wir müssen weiter hoch und. Boom! Und leider nicht geklappt. So, gehen wir durch die Tür. Und wieder durch die Tür und wir sind wieder in dem Vorhof, anderen Hof. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Da kommen wir natürlich wieder Mario, oder? Warum will ich jetzt da mit Luigi rein? Hä? Hm, stimmt. So, war ja eigentlich gar nichts mehr. Mein Fehler. Ich dachte, das wäre eine Röhre, die beim zweiten Mal woanders hinführt. So, wechseln wir wieder zu Mario, wegen der Trifidi-Ansicht. Und gehen wir mal nach weiter nach links, ja genau, wieder da durch, zurück, durch die ganzen Irrtümer des Super Mario 64, Kaiser Mario, Abklatsches hier, unten im Untergrund der Untergründen. So, Wasser anschalten, den ganzen Weg einfach wieder nur zurückgehen, das mag ja eigentlich kein schwieriger oder Problempunkt sein. So. Lal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 a, schwimm nach oben. Oh ja, yeah. Mario kann eigentlich gut schwimmen, aber ein bisschen wie eine Paddelente. Wie findet ihr? Schreibt es uns in die Kommis. So. Okay. Okay. Gut. Ho, 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 ho. Lass mich. So. Ich weiß auch nicht, was ich gerade sagte. Aber egal. So, wir sind ja gleich wieder zurück an den Start. Gut. Hier waren wir vor uns stehen geblieben. Wir müssen jetzt wieder mit Luigi und den Dings wieder zu. Nein, ich will nicht schon mal rein. Das war jetzt Blödsinn. Egal. Müssen wir nämlich jetzt hoch zu der Königin von unten drunten, damit sie uns zu nach oben droben zu Opapi schicken kann. Aber dazu müssen wir erst einmal Dinger machen, was die wollte. Eine Mission, irgendwas, werde ich nicht mehr vergessen. Verdammt, Alzheimer, Blackout, Burnout, dafür Fail, braucht Tabletten.
Hm, weiß nicht. Irgend sowas. Nein, natürlich. Weil da brauche ich keine Tabletten und so weiter. Das war natürlich der Fail, aber ja. Wir gehen natürlich mit Luigi. Mama, weil vielleicht nochmal. Bevor wir eigentlich hingehen, tun wir eigentlich schon mal hier. Ja, genau. Ich brauche eigentlich doch gar nicht mehr so eine dumme Idee. Eigentlich wollte ich sogar wieder zurückgehen, aber. Naja, was soll's. So, nach oben, 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 oben. So. Okay. Jetzt sind wir auf der Röhre. Und uns bringt das auch nicht sehr viel. Ich kann mir deinen Schrein hüpfen. Und du stirb, du böser Knochen packen. Okay. Na toll, wieder 2 KP abgezogen. Mann, nee. Und. Geht hier rein. Nee, voll gegen der Wand, Luigi hat. Ich denke mal, irgendwann muss Luigi mal ein bisschen Kopfschmerzen davon haben. Obwohl, er ist ja aus Papier. Toll. Toll. Nein. Nein, wieder verpasst. Vielleicht können wir durch. Vielleicht. Oh, kleines Knochentrampolin. Woohoo. Und wieder hoch und. Ah. Nein. Und. Ja, doch. Oh nein. Ja, wir haben da oben abgesetzt jetzt. Weiter springen und warten bis Feuerflamme und weißt, wisst und. Und warten du bis Feuerflamme und gleich KP alle. Nein. So. Gut, das. Oh, wir waren gerade noch so in der Blink-Modus. Also ich sage immer Blink-Modus. Im Verletzungsmodus kann man eigentlich schon sagen. Und wird davon nicht getroffen. Das ist nice. So, aber irgendwie erinnere ich die Flammen so an. Bowser Castle aus Super Mario World, verschiedenen ja Teilen des Games. Na Mensch, hüpfe hoch mehr. Oh, wieder voll gegen die Wand, das ist doch. Oh mein Gott. Luigi, der tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich krieg bestimmt heute Abend noch Kopfschmerzen. Kopfschmerztabletten. Oder Schädel-Hirntrauma, was weiß ich. So. Na gut. Vielleicht hat er es ja jetzt schon. Nein, natürlich nicht. Es ist ja mein Lieblingscharakter aus der Super Mario-Universum. Ja, ich habe ihn schon mal hier getestet. Mal gucken mal, ob hier noch irgendwo was so hinhaut oder ja, wie das jetzt ist. Naja. Okay. Okay. Weiter vor. Ja, ja. Möchtest du mich speichern? Ja, möchte ich. Lass mich. So. Okay. Da ist eigentlich nichts mehr. Wir können eigentlich wirklich wieder zurück zur Königin gehen und. Ach, wenn wir gehen ja hier hoch. Stimmt. Na, na, na. Ah, so, das Leute. The Secret. Okay, eigentlich ist kein Secret, aber. What the fuck? Oh nein. Luigi, Eis am Stiel. Luigi macht ein geiles Eis am Stiel. Italiener macht ein gutes Eis. Bestimmt wirklich. Pizzanion oder wie auch immer das nennt, also ist nicht schlecht. Na gut. Na klar, wir müssen na ja, genau, Charaktere. Na nee, warte. Genau. So, jetzt gehen wir wieder zu Luigi. Ja, Luigi, genau. So, und dort werden wir jetzt erstmal nach oben springen und. Und Bäm und Glob und Knall und Bäm und ihr so voll Schwitz und der Schwabelbabel. So, okay, so irgendwo ein Bitter gerade gefolgt, aber jetzt haben wir ihn ja wieder mal zu Mario wechseln, genau, und nach genau in der 3D-Ansicht so weiter latschen. Das ist wirklich eine komische Art und Weise, wie man das hier macht. Oh, jetzt haben wir einen Knochen trocken, wenn wir uns jetzt hier umwandeln. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Ah, das ist blöde. Das ist blöde. Obwohl, das hatten wir ja vor uns auch schon. Also von daher ist das ein Problem eigentlich. Ist jetzt nicht so problematisch. Machen wir es mal durch. Genau. So. Bam. Und wieder voll die Kopfschmerzen und im Schädelhirntrauma. Ich frage mich, wie oft Luigi das ausgeht. Das ist ein wahnsinniges geiles Papier. Und frage mich eigentlich, wie kann in so einem Papier eigentlich Mario leben? Ich weiß nicht. Muss irgendwo ein Herz pumpen oder was weiß ich. Das sind Fragen, Leute. Das ist wirklich. Das stelle ich mir die Hände auf. Zum Beispiel Spielspiele. Oder überhaupt die Paper Mario Spiele. Du, dubi, 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 du. Okay, dann machst du dubi, dubi, du. Dubi, dubi, du. Dubi, 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 du. Dubi, dubi, du. Oh ne, irgendwie geht das anders als die.
Oh, ich möchte keinen Content hier. Oh, na gut, so gut sehen kann ich natürlich auch noch nicht. Oh, bin eingefroren. Jetzt schüttel. Ja, ein Green und wir haben den Chillfrost weggemacht. Ne? So, Leute, so geht das, ne? Chillfrost. Bestimmt haben wir das auch an den Chillfrost sich orientiert. Okay, so geht's auch. Und Beeilung, eile zu mir, süßer Prinz. Grau, Gaunerei, ein alterendes Mannsbild mit Oberlippenbart. Du sprichst, wenn du gefragt wirst. Sprich, was ist dein Begehr? Du suchtest nach mir, Paar. Ich habe ich habe da einen hübschen Prinz erwartet. Und siehst du hier einen? Moment, haha, glaubst du etwa, der Prinz zu sein, okay, passt schon irgendwie, dann erklär mir Herkunft, edler Prinz. Ich komme aus. Wenn du der Prinz bist, kennst du sicher meinen Namen. Flüstere in mir zu. Kennst du den Namen? Will ich glauben, Schenke, sag meinen Namen. Haha, nimm das. Mein Name ist Lee. Wie hat das Wissen um meinen Namen erlangt? Nein, bitte, das etwa. Nein, und nochmals, nein, das kann nicht sein. Ich ertrage es nicht. So ein alter Mann. Und dann ist er auch noch eine Beleidigung fürs Auge. Ich kehre zur Mutter zurück. Sowas von frech, also ehrlich. Leute, so eine Beleidigung fürs Auge. Ah! Oh, das ist ja mies. Alter Mario, der hält hier alle. Ne, da muss ich mal ein, das ist eine Kacke. Mich wieder zurück. Oh, laber. Dreh. Und was weiß ich nicht. Zacke. Hühnerkacke. Ja. Das ist natürlich Fail. Epic Fail. Das müssen wir den. Ne, weißt du was? Wir können einfach runterspringen, genau. Na, so meine ich schon nicht. Mario. Du nimmst denn wirklich alles mehrfach deutlich? Das ist sehr schlimm. So. So. Und ja. Jetzt wieder diesen Bootsmann. Ach, der Geld bekommst du nicht mehr von mir. Hahaha. So, bam, bam, bam. Und nochmals bam. Und natürlich hoch. So, geht's weiter. Jetzt sind wir jetzt gleich wieder hier. Oh, die Schindelmanns, entschuldige ich mal. Solche komischen Skelette. Und hier sind wir natürlich mit der Prinzessin. Ah, letztendlich erscheint sie doch noch, also. Okay. Du bist kein Prinz, du bist ein Lügner. Du suchst mich auf mein Geheiß, meine Mutter. Libidi, wo bleibst du denn in deiner guten Kinderstube? Du weißt, dass ich dies alles geschah, weil du einfach so ausgebüxt bist. Entschuldige dich also sofort bei diesem netten Mann. Ja. Also es tut mir leid, dass du so haarig bist. Oh, Libidi. Wir waren also alle so besorgt. Mario, bitte nimm dies als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit an. Hier bitte. So. Wir haben das nächste reine Herz bekommen. Yeah! Du hältst das revitalisierte reine Herz. Oh, das ist natürlich fein. Das war vorher ein Stein. Ich habe enorme Kräfte, wie du siehst. Und mit diesen Kräften konnte ich das reine Herz revitalisieren. Ich weiß nicht, wie du es gefunden hast, aber ich zeige, dass das Schicksal auf deiner Seite ist. Achte gut auf das reine Herz. Und vielleicht wird es auf. Oh ja, okay. Danke, das hätte ich jetzt eigentlich nicht wegdrücken dürfen. Zurückkehren, okay. Sollte ihr zurückkehren. Modimini. Game over. Fortsetzen. Yes, continue. So, und up on the Mario Party Star. With Mario and Luigi on the paper. Yes, of course, this is very nice. Und okay, Leute, wir sind wieder in Flipstadt. What the fuck? Nee, nicht in Flipstadt, in Flipstadt. Okay, Mario, Luigi. Mario, dir geht es gut. Mario, ob die Menschheit dein Spiel beendet? Da sagte Tippi, dass du wieder hier bist, also kam ich her. Es ist unglaublich. So leicht ist mein Bruder nicht einzulegen, genau wie ich. Hm? Und du bist? Dafür ist später Zeit. Jetzt sollten wir zurück in mein Haus. Wegen den Licht im Pognisikon. So, Luigi. Läuft richtig steil. So. So war das also.
Ich bin Luigi, Marios Bruder, freut mich. Kennen wir uns nicht schon von irgendwoher? Hm, nicht, dass ich wüsste, aber... Moment, bist du vielleicht der vierte Held? Hm, dazu passt, was ich eben in Lichtenburg nicht so gefunden habe. Das siebte Rennen, das wird zwei zusammenbringen. Und wenn das Licht wieder scheint, wird ein Gang zum Weg zum vierten Helden. Ja, denke ich, Tabby hat recht und Luigi ist unser vierter Held. Mario, ich habe dir nie aufgehört, auf deinen Rückwärts zu glauben. Aber Prinzessin Peach und Bowser? Hm, aber wenn ihr zurückkommen konntet, dann vielleicht auch die beiden. Aber zuerst sollten wir die Herzhöhle für das reine Herz finden. Okay. Ja, die nächste reine Herzhöhle sollten wir jetzt finden. Aber dann ist die speichern, oder? Nee. Oder? Ja, doch, speichern wir mal. So, möchte ich bei speichern, na klar. Speichervorgang, ja, ein bisschen. Ja, nicht doppelt. Nee, doppelt hält besser. Aber nicht dreifach. Dreifach halt, doch. Dreifach besser. So, gehen wir natürlich mal wieder hoch hier und... Nee. Na doch, wo muss man jetzt eigentlich hin? Hm. Hm. Das ist eine merkwürdige Frage. Aber eine gute Frage. Geh nochmal zu ihm hier, vielleicht verrät er uns was. Seid wohl auf, das bedeutet, dass Peach und Bowser ebenfalls wohl auf sind. Vertraut dem reinen Herz und folgt ihm. Ja, ist so schön und gut, aber... Sollen wir... eine nächste Herzhöhle finden, von der ich leider nichts weiß, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo sie ist, aber warte mal, kann das sein? Wir müssen, glaube ich, nach Flopstadt, oder? Ich gehe einfach mal nach Flopstadt, mit der gerade neue Röhre, die wir uns extra bauen haben. Uns gebaut haben lassen. So. Ja, Flopstadt Ebene 2. Und hier haben wir natürlich den... Nee, hier haben wir nicht den, den haben wir... Ja, der Speicherpunkt. So, das ist auch mal nicht schlecht. So. Ja, gehen wir mal zu ihm hier. Zu seinem Bruder, der hässlich aussieht. So. Na. Nein. Ja, es sieht aus, als hättet ihr viel durchgemacht. Ihr könnt nun auf die Führung des heilen Herzens vertrauen. Ihr habt die Kraft, deswegen führen die reinen Herzen auf zu euch. Hm. So. Okay. Legen. So, jetzt können wir natürlich nur noch hier nach, ja, nach oben. Mario, natürlich. Warum habe ich das schon gedacht? So. Mario. Let's go. Okay, so, warte mal, ich glaube, ich spreche etwas leise. Warte mal kurz. Ich habe kurz das Mikrofon. Wow, sorry. So, ist besser. Also, hört mich aber jetzt besser und yes, of course. So, ich gehe glaube ich wieder rum, die reine Herzsäule muss hier irgendwo versteckt sein. Okay, what the fuck, hier ist sowas. Oh, hä? Oder ist das das letzte reine Herz? Das könnte natürlich auch sein. Okay, dann gehen wir wieder hier weg. Dann ist es wohl doch nichts. Verdammt, schade. Und ich habe gedacht, was machen wir jetzt? Wechseln wir erstmal in den Tidy. Genau, oder wir machen genau so. Wie die Abstufung nämlich nicht so groß ist. So. Hier haben wir also doch nichts gefunden. Naja, ich weiß es nicht. Schauen wir mal dort nach. Oh, warte mal, Tidy. Oh, vielleicht kein Leben mehr. Also, Lebenabzug. Jetzt mal durch die Röhre. Zack. Und mal sehen, was passiert. So. Okay. Flopstadt Ebene 1 Außenbezirk. Scheiß Kokosnuss. Kokosnussschießer. Ja, die Kokosnuss geschossen. Das war ein komisches Vieh. Genau, hier geht's. Genau, warte mal, Leute. Ich glaube, wir sind jetzt richtig. Wir sind jetzt, glaube ich, sogar sehr richtig. Genau. Hier wollte ich hin. Dann nehme ich mal Luigi. Wir haben nicht letzten Part hier so eine Dings gehabt und da kamen wir einfach nicht vorbei. Egal wie, mit was, mit wo. Hier können wir aber nicht vorbei. So. Und können natürlich jetzt das nächste reine Herz reinpflanzen. Und dann haben wir es geschafft. So, das reine Herz fliegt natürlich hier in die Herzsäule. Und wir haben das nächste reine Herz. Ja, hier. Die Alke kommt aus dem Zeitportal. Und wir eröffnet eine neue. Tür durch Palkia, der Herrscher des
des Raumes. Ja, so bin ich auch gut am besten informiert und bäm, aus den Spaß. Und das sieht dann nun noch ein weiteres an das Herz. Wir müssen schnell sein, wir müssen den Plumierer aufhalten. Was habe ich gerade gesagt? Plumierer, Moment, wer ist das? Was rede ich? Leute, ich glaube, langsam haben wir alle Alzheimer oder was. Wir labern irgendwas und wissen nicht mehr, von was sie gelabert haben. Toll. Soll mich irgendwas sein? Nein, natürlich nicht. Aber, okay, gut, kommen wir mal weiter. Und jetzt geht's hier hoch und... Kokos ist weg. Bum 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 bum. Kokos. Okay, so. Ja, und gehen wir jetzt mal mit Mario. Und die Freddy an sich wäre halt ein Schuh. Nee, doch nicht. Nee, ist egal. Okay. So. Okay, da haben wir nichts. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Speicherblock. So, tralalala. So. Einen. Naja, toll, da ist auch nichts. Ja, das ist natürlich ja bei einer Menschenskinder. Okay, was ist das hier? Das Loch im Himmel ist ganz schön gewachsen. Niemand hat dieses. Okay, das ist viel zu viel gelaufen. Aber gehen wir erstmal schlafen, denn unser KP ist nicht mal die besten und Münzen haben wir natürlich auch noch. Okay, es gibt verschiedene Sterne, haben wir gerade gesehen. Aber naja, Mario erstmal. Okay, natürlich ein schönes Schläfchen. Ich würde mich gerne mal fragen, wie der sich überhaupt wäscht. Mario, Papier. Papier darf ja nicht nass werden. Das ist alles so eine Frage, Leute. Passt überhaupt sehr gut bei Paper Mario. Und ja, ich möchte genau mal den lieben User Paper Zuckt an. Paper Zuckt, nicht Paper Zuckt. Sondern Paper zockt. Ja, hier mal etwas näher euch erleuchten. Ihr kennt ihn bestimmt auf alle Fälle. Das ist ein TGN-Partner. Und ich finde ihn recht nice. Also wirklich ehrlich. Ein saugeiler. Also Schlaf haben wir natürlich gerade gemacht. Er sagt natürlich auch gerne Paper Mario Spiele. Ist ja auch sein Name. Und ja. So, Speichervorgang. Genau. Okay. So, und dann haben wir natürlich noch hier. Hey, schön, okay, laber nicht so viel. Oh, sorry, Mensch. Mein Magen, ja, ich habe ein bisschen Hunger, ich muss jetzt was essen. Ja, wie geht's, okay, was darf ich so sagen, kaufen. Triff deine Wahl, ich habe nur die beste Qualität. Okay, welches nehmen wir natürlich? Wir nehmen... Das macht dann 30 Münzen, okay. 30, schau sich eine das an. Ja, was denn? Durch den letzten Kauf hast du einen 10 Ladenpunkt. Nimm dir eine Backmischung als Dankeschön für deine Kundentreue. Yeah, Backmischung fällt 5 KP und Vergiftung. Ja, okay, ich schiff nur besser. Okay. So, wir verabschieden wir uns. Und ja, sorry. Also, Hunger kommt auch manchmal vor. Also, hoffen wir, dass es nicht immer so weit vorkommt, aber. Naja, was soll's. So. Na, er nervt mich immer hier in Skype. So. Und natürlich nach oben. Wieder nach hier hoch. Und so. Und jetzt haben wir gleich hier wieder den nächsten. Wir gehen ins neue Welt. We are in a new world. Dimension brutaler Angriff hatte Mario seine Freunde getrennt. Luigi hatte er zum Glück wieder gefunden, aber keine Spur von Peach oder Bowser. Wo waren sie nun? Und welche neue Gefahr würden sie auf sie lauern? Oh, das ist natürlich eine ganz große Gefahr. Es war eine Zeit, durch die siebten von rein Herzen geöffnete Tür zu gehen. Und wieder erblickte Mario einen Albtraum von einer Landschaft vor sich. Okay. Dün, 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 dün. Unterirdische Erholung. K
Kapitel 7.1. So, mal gucken, wo wir jetzt sind. Oh, ey, so schnell mit dem Malen möchte ich auch gerne mal. Minecraft! So. Lalalala, Tür geht auf, Tür macht zu. Nein. So. Oh, und jetzt, was wird jetzt? Hey, hier ist es so dunkel. Ich frage mich, welche Art von welche das ist. Sag mal, warum bin ich hier gerade schon? Hä? Was ist denn da? Was ist denn noch hier? Huh? Das ist also dieses unten drunten, von denen du zuvor gesprochen hast. Ich frage mich, warum das reine Herz hierher geführt hat. Naja. Dann muss ja wohl noch ein kleines Herz sein. Heißt, wir gehen mal schon mal zurück mal zur Prinzessin, aber zur Königin. Mal sehen. So, später haben wir nicht wieder vergessen, ist jetzt auch egal. Charaktere Luigi. So, und jetzt natürlich Hoppina Hoppina Holle. Hoppina Hoppina Hui. Und na, Mensch. Mensch, Luigi. Mensch, klein Luigi. Luigi. Luigi not no. Luigi. My friend. My best friend. So. Okay. Oh, wieder durch die. Oh, Flammen hier. Oh, Buddha. Ah, nein, nein. Oh, 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 okay. So, nach oben und. So, und dann natürlich. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. I'm ready your time. Okay. So. Na 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 Bootsfahrt, Bootsfahrt, bo ho 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 Bootsfahrt. Nee. So, ja Leute, so kommen wir ins kostenlosen über den See. Das ist doch immer was. Ich bin da doch gegen Geld und vor allem ich habe nicht mehr so viel Münzen. Für 5 Münzen über den See, glaube ich, war das. Nee. 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 Das bin doch nicht blöd. Ich gehe doch mein Geld für so einen Hals heraus. Das kann doch nicht sein, Leute. Nee. Kein Fall. Das ganz ganz wirklich Fleisch am Arsch lecken. Oh, nee, das muss ich sagen. Ist der König Moni. Mein Name ist Tippi Mario und wir sind gekommen, um das in diese Welt versteckte reine Herz zu finden. Wie bitte? Sind mit reinen Herzen? Wenn ich so darüber nachdenke, dann seid ihr sogar die Helden, die in Prokrastination erwähnt werden. Aber seid ihr wirklich die Legendären? Dass es hier ein reines Herz für uns hat? Der Aufenthalt des reinen Herz unterliegt strengster Geheimhaltung. Es tut mir leid, aber ich kann euch leider nichts zu diesem Ort sagen. Okay, schade, traurig, da kann man wohl doch leider nicht die Lehre mehr zurückhalten. Ach nee, vielleicht kann euch aber Opabim oben droben weiterhelfen. Okay, Mutter! Ach, die schon wieder. Meine Sachen sind gepackt, ich bin bereit für die Rückreise nach oben droben. So. Oh, du bist zurück. Wurde ein Spiel diesmal wahrhaftig beendet? Sie ist Frau Bofrei. Da fällt mir ein. Könnt ihr Helden Libidi nicht nach oben toben? Sie zu zurückbringen. Wieso benötigt ihr dazu unsere Hilfe, Hoheit? Ein Monster befand sich eins hier unten in Gefangenschaft. Aber ein Erdbeben hat es vor kurzem befreit. Diese neu gewonnene Freiheit nutzt alles aus und macht unser Hoheitsgebiet unsicher. Ich kann meine Tochter doch nicht allein gehen lassen, solange dieses Monster alle. Ja, alle was. Gebiete meines Reiches unsicher macht. Begleitet ihr sie, öffne ich euch gerne den Weg nach oben droben. Ich werde den Opabi ausrichten lassen, dass ihr kommt. Ihr könnt ihm dann Fragen zum reinen Herzen stellen. Was denkt ihr? Ich würde sagen, dass er eine gerechte Übereinkunft. Ja, machen wir ja. Oder? Ja. Ich denke, okay. Das ist wieder frech. So. Okay. Und die Bogen, ja, und ihr, oh, die spreizen ja aber ihre Arme aus. Was ist das überhaupt? Geht einfach durch diese Tür und dann immer nach oben, um oben drum zu erreichen. Genau. Und achtet darauf, okay. Hihi, aber ich ist euer. Bitte, er ist nicht so oberflüssig. Wer bist du denn? Das ist Fräulein mit der scharfen Zunge, etwas eifersüchtig? Schmachtet das kleine Fräulein sich dem beerdigten Herrn vielleicht mehr? Und wenn schmachtet sie wohl mehr an, den roten Herrn oder vielleicht den grünen? Wie bitte ich? Wir hätten das ja, okay. Ich hätte es
Also ich werde ab sofort lernen, ich werde nämlich nicht mehr ab sofort zu viel wegzulegen. Dafür werden manchmal die Parts etwas länger und... Okay, endet das Kapitel. Endet das Kapitel. Jetzt. So. Okay. Tschum, bum, bum. Ich möchte speichern. Ja, Ola, jetzt wird bei mir geboren. Das ist natürlich scheiße. Ich suche eine Prinzessin, aber was fand ich? Ein älterer Mann voller Haare. Weiche graue mir sitzen immer noch der Schreck in den Gliedern. Libidi wiederholte ihren Text immer und immer wieder, während sie mit unseren Helden reiste. Sie schien nicht wirklich glücklich über ihre Lage zu sein. Eines konnte man ihr jedoch nicht absprechen. Sie hatte eine Unmenge Energie. Bewege dein Beinchen, das Glück ist nicht mit dem... Nietzsche dagegen war glücklich, wieder mit seinem Bruder vereint zu sein. Das ist natürlich klar. Von Peach und Bowser sah man immer noch weit und breit keine Spur. Und so machten sich unsere Helden auf den Weg zur Straße unten drunten. So, dünn, 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 dünn. Und nein, Ali, ruft mich an. Das geht natürlich nicht. So. Also. Wollen wir sehen. Das Bohren zu Blitz Light. Endlich ein Weg, über den wir unsere Drunte verlassen können. Die Straßen unten drunten. Okay. Wir erreichen also oben drüben, wenn wir immer weiter nach oben gehen. Ja, so mag es wohl anscheinend haben. Selbstverständlich, man sollte ja. Okay, seufzt mein Herz weint bei dem Gedanken nach oben droben, zurückzukehren, ohne meine wahre Liebe kennengelernt zu haben. Seufzt, oh. Und nun sag mir, Tibi, glaubst du an die Vorstellung eines Seelenverwandten? Nun, ich weiß nicht so. Ich denke, wir können diese andere unterstützlich verbuchen. Oder vielleicht unterwittert sich in deinem Fall. Okay, auch wie immer. Was lächerlich, ich meine, ich. Hihihihi. Wie einfach es doch ist, dich an der Nase herumzuführen, werde sehr Tibi. Okay. Und nun breche mit mir und fang mit doch falsch. Okay, fang mich doch. Na, egal. So, sie ist eine einsgelaufene Stimmungsschwankung. Völlig labil, oder? Jetzt sag ich auch. Straße immer unten drunten. Und was haben wir hier für einen komischen Kerl? So, Leute. Dann haben wir erstmal schon sau viel diesen Part geschafft. Ich möchte es mir nicht hier weitermachen. Wir haben schon sau lange aufgenommen. Deswegen will ich mich erstmal nochmal entschuldigen hier, auch wenn Luigi jetzt oben nach oben hüpft und hüpft und hüpft und hüpft und jetzt wieder natürlich voll gegen die Laterne, gegen die Wand knallt und wieder Schädel nochmal Hirntrauma hat. Ich möchte mich trotzdem nochmal entschuldigen, dass es mit diesen Tutorial jetzt nicht ganz geklappt hat und euch das nachvertonen müsste. Also heißt es, wenn es euch jetzt nicht so gefällt, ja, kann ich auch nichts ändern, aber okay, das war's erstmal von mir und dann bis dann. Tschüss. Habe hier immer wieder erwischen. So, und jetzt? Ja, mit dem Tippi überprüfen. Diese Tür. Weil die kommt mich irgendwie komisch vor. So, tut mir leid, euch aufhalten zu müssen, aber ich muss euch überprüfen. Königin Modimi verlangt, dass ich diese Typ überwache. Mein Name ist Lasse Ende. Alina 1. In dieser Gegend treibt sich jede Menge Unholde herum, daher die Routinekontrollen. Wird kaum Zeit kosten, es sind nur ein paar Fragen. Beantworten Sie richtig und ihr könnt eure Reise sofort fortsetzen. Oh, hier die erste Frage.